Podcast. Config geladen. Okay, Epilepsie-Warnung, wichtig. Ich bin bereit. Hab was vergessen. Dann fängt ja gut an. Jetzt, okay. Bereit. Wunderschön. Oh, ich freue mich schon so sehr auf die Handschuhwelt. Ich gehe lieber zu Patrick, um ihn daran zu erinnern, welcher Tag heute ist. Oder wer ich bin. In die Handschuhwelt, aber ich glaube. Gucken wir mal jetzt gleich beim nächsten Dialog. Bitte Patrick in seinem Haus. Ah, okay, warte mal, steht hier Y. Von der Grafik würde ich sagen, auch sehr schön. Sehr schön. Ja, zeigt er Y an. Komm wieder, wenn mein Wecker geklingelt hat. Mein Schönheitsschlaf hat oberste Priorität. Mal schauen. A fortsetzen, B überspringen. Ich drück mal A. Könnte funktionieren. An deiner Stelle würde ich nicht in diese Richtung gehen, SpongeBob. Die Straße wird durch einen großen Stau blockiert. Echt? Aber wie sollen die Leute denn dann ihre Krabbenburger mampfen? Tun sie nicht. Sieh nur selbst an. Hallo, Miss Norman, ich grüße dich. Was spielst du jetzt, Robin? Ich sitze hier mit den Inhabern konkurrierender Restaurants fest, dem Abfalleimer und der krossen Krabbe. Das ist doch die perfekte Gelegenheit. Dauntless, was ist das für ein Spiel? Kenn ich gar nicht. Restaurant Bikini Bottoms zu drehen. Gute Idee. Ein Film über die Köstlichkeiten des Monster kenne ich, ja. Ja, ja. Würde glatt Millionen einbringen. Ich meinte die krosse Krabbe. Niemand geht in den Abfalleimer. Es sei denn, er will fragen, wie man zur krossen Krabbe kommt. Jedenfalls, die Behörden sind noch dabei herauszufinden, wo die Nägel, die diese Kollision verursachten, herkamen. Vielleicht kann Mr. Krabs dabei helfen. Ein Fortnite-Grafik, ah, okay. Nee, das kenne ich gar nicht. Er kennt sich bestimmt damit aus. Da hat's richtig gekracht. Mal gucken, ob es jetzt passt. Okay, A springen ist auf jeden Fall richtig. Das Handy. Y. Richtig. Howdy, SpongeBob. Du bist ja früher wach als ein schlafloser Gockel. Lust auf ein bisschen Karate? Am Morgen? Aber hallo. Allerdings könnte ich etwas Polsterung vertragen. Gefällt's dir gut, Robin? Patrick und ich werden den allerschönsten Tag in der Handschuhwelt verbringen. Kommst du mit? Danke. Aber dieses Eichhörnchen bleibt handschuhfrei. Ich bevorzuge den Nervenkitzel von Muskeltraining und Gummienten. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du mir dabei helfen, alten Schrott aus meinem Garten zu beseitigen. Genau darauf habe ich gewartet. Frage, Sandy. Genau. Bereit zum Stemmen, ihr Memmen. Wir müssen jetzt hier wirklich aufräumen. Was für ein Regenbogen? Ich habe nicht aufgepasst anscheinend. Wir räumen auf. Die Gegner kennen wir auch. Egal, okay. Bin ich geschrumpft oder sind diese Tikis größer geworden? Mit der Steuerung müsste klappen, ja. Müsste jetzt alles in Ordnung sein. Kriegen das von der Anzeige hin. Sprich mit Sandy. Oh. Sorry, Sandy, das war. Extra. Danke für deine Hilfe und viel Spaß mit Patrick. Okay. Find einen Weg zurück zu Patrick. Ich glaube, das war gerade ein ganz kleiner Hinweis. Müllangriff. X. Okay. Ja.
gibt es Bikini Bottom. Der perfektionistischste Ort im ganzen Universum und Heimat meiner Freunde und guten Morgen, oh, bester Freund. Damit habe ich nicht gerechnet. Bist du bereit, Held der Handschuhwelt? Aber hallo, ich habe durchgemacht und so getan, als hätte ich Hände. Wie gut ist das denn? Später. Oh, jonglieren kann ich nicht. Patrick, coole Kids. Hi. Du kannst jonglieren, Wahnsinn. Mit mehr als drei auch? Also richtig jonglieren, so richtig krass? Ist der Wagen hier gerade etwa einfach aus dem Nichts gekommen? Ist doch egal. Nee, auch nicht cool. Nur mit drei Bällen, das ist auch schon viel. Mehr als ich. Zwei krieg ich hin. Kann ich das haben? Was, die alte Flasche? Voll mystischer Magie. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Madame Cassandra, Lieferantin lang verlorener Schätze der sieben Meere. Dr. S. Tja. Magische Blubberseife. Verwirkliche deine Träume. Mit diesem einzigartigen Blubberblasen-Dingsi kannst du haben, was immer du willst. Und werden, wer immer du sein willst. Blubbere deine Wünsche einfach in den Himmel. Hat für mich leider nie geklappt. Eine Stunde später. Ich finde die Grafik sehr gut. Ich wünsche, nein. Ich wünsche, nein. Ich wünsche... Balance! Okay, mein erster Wunsch ist für meinen allerbesten Freund, der Balance liebt. Ich wünsche mir für Patrick das allergrößte Ballonabenteuer seines Lebens. Balance! Ist ein Tag voller Ruhe und Frieden denn wirklich zu viel verlangt? Wie soll ich denn je mein neuestes Meisterwerk vollenden, wenn ihr Clowns mir ständig die Ohren voll kichert? Ich wünsche mir, dass Thaddäus Kunst endlich die nötige Anerkennung bekommt. Was macht ihr beiden denn? Warte kurz. Ich wünschte, die ganze Welt würde erkennen, wie toll Sandy ist. Danke, SpongeBob! Coole Blase. Drei Stunden später. Hey SpongeBob, was heißt das, wenn da steht, nur die, die reinen Herzens sind, sind der Macht der Meerjungfrau Tränen würdig? Dass es mir bestimmt war, dieses Seifenblasenwasser zu finden? Moment, da steht auch... Eigentum von König Neptun. Nicht für Sterbliche geeignet. Sparsam und mit Vorsicht nutzen. Oh oh. Das waren so ein paar viel. Oh oh. Das lief jetzt nicht so gut. Ja. Ich bin gespannt. Sind jetzt alle weg? Oh nein, Patrick. Was haben wir getan? Warum ist Patrick so klein? Wer hätte gedacht, dass der Zaubertrank einer mysteriösen Wahrsagerin in einer zwielichtigen Kutsche nach hinten losgeht? Ja, das war absolut unvorhersehbar. Moment mal, Patrick. Du bist ein Ballon. Schön wär's. Wäre ich ein Ballon, könnte ich coole Sachen machen wie das hier. Oder das. Oder das. Ja, er kann das alles machen. Siehst du SpongeBob? Oh, ich bin ein Ballon. Deswegen fühle ich mich in letzter Zeit so aufgebläht. Wir müssen unsere Freunde suchen und schauen, ob es ihnen gut geht. Okay, erste Aufgabe, überquere das überflutete Gebiet. Machen wir das mal. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Patrick. Schön.
Ich bin 2 Meter hier gelaufen und hab mein erstes Leben verloren. Geil. Schwupps. Gut, dass Thaddäus so gelassen ist. Andernfalls würde er sich darüber bestimmt. Der Navi, ich bin mir gerade noch nicht sicher. Oder meinst du Navi von Zelda mit Hälissen? Mein Stein! Mein schöner, hey, großer Stein! Lippen. Alles, was übrig ist, sind meine... Oh nein! Meine riesigen Klebezettel sind auch weg! Wer erinnert mich denn jetzt daran, mehr riesige Klebezettel zu kaufen? Keine Puh. Sorge, Patrick. Die Klebezettel liegen bestimmt irgendwo hier rum. Oder hier. Oder da drüben. Auf zu Sandy. Lerne Bodenstoffe A, B. Mal gucken, ob das funktioniert. Bitte, dann klappt es wirklich mit der Steuerung. Das wird insane. Oh, noch mehr. Ja, okay, cool. Switch-Controller regelt. Das macht ihr bestimmt extra. Mit dem PlayStation-Controller. Sony und Windows. Das wird keine Freundschaft mehr. Warte mal. Vielleicht hat eins von Sandys missglückten Experimenten dieses Chaos verursacht. Es ist bestimmt alles ihre Schuld. Nein, ich glaube nicht, Patrick. Sandys Experimente hinterlassen immer den Geruch von Eicheln in der Luft. Alles, was ich hier riechen kann, ist Schwammatem und Seifenblasen. Oh ja, das ist das gute Zeug. Das ist das gute Zeug. Oh. Gut. Lerne gleiten. Mit einem Pizzakarton, okay. Das können wir jetzt schon von sofort? Das können wir sofort. Okay. Joker! Grüß dich. Geht's dir gut? Hätte ich das nicht kaputt machen sollen? Ja? Sieht nicht überzeugend an. Ich bin dir ja doch wichtig. Come on, come on. April, ja, 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 ja. Ich glaube, ich hätte die nicht kaputt machen sollen. Die ist genau richtig für meine Bäckchen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Damit haben wir auch eine Ausdauerleiste. Stimmt, die Unterhose. Ja, ja, ja. Was Werbung? Ich habe den Key geschenkt bekommen von dem Entwickler. Nicht von THQ, sondern von der... geschafft. Eine Unterfirma von denen und dadurch, dass ich den Key geschenkt bekommen habe, mach ich Werbung. Dafür. Für Stream kriege ich kein Geld oder fürs Zeigen oder so, aber für den Kial muss ich nichts bezahlen und deswegen. Nein, nicht die große Krabbe! Was sollen die Bürger von Bikini Bottom denn jetzt essen? Wer hilft ihnen, ihre Brieftaschen zu leeren, wenn Mr. Krabs nicht da ist? Ich muss das in Ordnung bringen. Nimm deine schwabbelige Hand von mir. Ich bin zu klug, um so zu enden. X und... Ah ja, okay, aber... Wie komisch ist das, den Wirbelangriff hier zum dritten Mal zeigen? Lerne ausweichen. Und dann B, okay. Oh, okay. Ging das vorher auch schon mit dem Ausweichen? Ne, oder? Ihr idiotischen Vielzeller! Euretwegen herrscht im Bikini-Bottom das reinste Chaos! Mein Restaurant ist umgekippt und das arme kleine Fleckchen ist weg! Hättet ihr mich doch mitmachen lassen. Das ist doch, naja, genau mein Ding. Korrekt. Oh nein! Korrekt. Sorry, wer ist Karen? Kennt ihr Karen? Wir kriegen das wieder hin. Muss man Karen kennen?
Ihr müsst das in Ordnung bringen, ehe noch jemand außer mir das Chaos für sich ausnutzt. Korrekt. Warum wiederholst du dich? Hat deine Festplatte mal wieder einen Aussetzer? Karen ist die Frau von Plankton. Korrekt. Okay. Oh, das ist der Endboss. Hier drüben, meine kleinen Tölpel. Meine entzückenden Lieblinge. Ihr habt dieses Unheil überstanden. Oh, Madame Cassandra, wir hatten bloß Spaß und haben aus Versehen zu viel magische Seifenblasen geblasen und Bikini Bottom zerstört. Und jetzt sind all unsere Freunde weg und überall ist Gelee und... Und ich vermisse mein Garylein. Oh. Das ist wirklich vorzüglich. Oh, ich überlege die ganze Zeit, wo ich die Stimme kenne. Gelee, SpongeBob. Das ist kosmisches Gelee, der Kleber der Realität. Euer Blasenspektakel hat anscheinend Löcher im Universum erzeugt, die das Gelee herausquetschen und eure Freunde in neue, seltsame Welten gezogen haben. Das war auch mein erster Gedanke. Bringt natürlich mir so viel davon, wie ihr finden könnt, damit ich es untersuchen und euch helfen kann, euer Chaos ungeschehen zu machen. Schließlich trage auch ich Schuld, da ich euch versehentlich einen solch mächtigen Zaubertrank gegeben habe. Klingt plausibel. Jep, das ergibt Sinn. Ausgezeichnet. Dann ab in die Portale, die sich in der ganzen Stadt geöffnet haben. Mit dem Gelee kann ich kosmische Kostüme für dich schneidern, die jeweils mit einem Portal verbunden sind. Je mehr Gelee, desto mehr Portale können wir durchschreiten. Seid ihr bereit? Grüß dich, Erik. Ja, ja, geht gut soweit und selbst. Alles fit? Ich bin bereit. Los, retten wir Bikini Bottom vor den unbeabsichtigten, aber verheerenden Auswirkungen unserer Handlungen. Ja, muss ja. Cute an. Hört sich cute an. Finde das Portal, das zu deinem Kostüm passt. Sobald du deine Freunde gefunden hast, kehre mit diesem magischen Blasenstab nach Hause zurück. Blasenstab. Leider Kostümladen. Im Laden kannst du SpongeBobs Kostüme kaufen und anziehen. Weitere Kostüme schaltest du frei, wenn du Geschichte spielst, du Blumen sammelst und Nebenmissionen abschließt. Mit mich im Gelee kannst du freigeschaltete Kostüme kaufen. Greife das Pausenmenü auf den Laden zu. Oh, Jungs! Ihr fühlt euch deshalb bestimmt furchtbar, oder? Sekunde. Weiter. Ja, find das mysteriöse Portal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich am Anfang jetzt hier schon umschauen soll. Ich frage mich, ob es einen Namen dafür gibt. Was bist du denn? Das ist doch die gleiche Stimme wie von Sandy, ne? Oh, Entschuldigung. Oder ich glaube, jetzt umschauen macht noch keinen Sinn, weil wir uns... Ja, wir sind quasi ja noch mitten im Tutorial. Scheiße, der Laden ist weg. Okay, wurden alle eingesogen, bis auf ihr und Patrick. Ist auch irgendwas passiert, ne? Also ist er nicht eingesogen worden, aber ja. Komm, Patrick, wir müssen sie retten. Wir als Freunde sind dazu verpflichtet. Verpflichtet? Also in die neue Welt. Upp. So. Ach, gedrückt halten, ich dachte schon. Oft kann man den Y nicht treffen. Aber das krieg ich hin. Warum lost? Warum lost? Schleicht das Gefühl, dass wir nicht... Also bis jetzt habe ich noch nichts gedrückt. Sieht er jetzt das erste Mal. Ach, cool. Okay.
Oh, das ist cool. Oh, tut mir leid, Partner. Ich suche meinen Freund Mr. Krabs. Er hat ungefähr deine Größe, ist rot und mag Geld. Ein Krabbenproblem, was? Du solltest dich am besten mit dem Sheriff in Manta Fey unterhalten. Die Übersetzung ist im letzten Teil schon echt gut. Echt gut. Und die Stimmen finde ich immer voll gut ausgewählt. Ich finde sowas mega wichtig. Übersetzung gut, die Stimmen sind gut, also Synchronsprecher. Ja, stellen wir uns an und fahren nochmal. Aber auf der einen Seite muss ich sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie ein DLC. Wegen Gegnerauswahl, man ist wieder in der gleichen Welt, so. Aber mal abwarten. Nehmen wir schon. Keine Ahnung, wozu Cassandra dieses Zeug braucht. Das Einzige, wofür ich Gelee brauche, sind Gelee-Sandwiches! Patrick, Cassandra weiß schon, was sie tut. Aber vielleicht sind aber nur ein paar Gegner halt einfach die gleichen, damit wir einen Wiedererkennungswert haben. Und schauen. Dann bringen wir ihr eben Gelee. Sind Originalstimmen? Okay, sehr cool. Bei der Karen wusste ich das jetzt ja zum Beispiel gar nicht. Oh, noch mehr Gelee. Hier waren im alten Teil Roboter. Ja, okay, stimmt. Passt ja auch zum Thema. Aber ich meinte gerade diese Blöcke, die man halt kaputt macht, ne? Schön. Ich weiß nicht, ob wir sprinten können. Schwupps. Okay, damit sind wir halt ein bisschen schneller. Aber reindrücken bringt auch nichts, okay. Easy. Was gibt's, SpongeBob? Was siehst du? Wasser? Limo? Limo, Wasser? Was siehst du? Walfischdreck, es ist so klein. Da passen wir nie rein. Ja, aber endlich grüß dich. Wie geht's dir? Muss so groß sein. Das ist nicht klein, Patrick. Ist es nicht? Es ist nur sehr, sehr weit entfernt. Wir sind gerettet, Patrick. Es ist Mrs. Puff. Wenn jemand weiß, wo Mr. Krabs ist, dann sie. Flimmowasser. Hey, wir müssen sie einholen. Sie mag uns daheim kennen, aber hier vermutlich nicht. Hier müssen wir sie erst kennenlernen, wie wir sie das erste Mal zu Hause kennengelernt haben, als sie uns kennengelernt hat. Verstehst du? Nein. Okay, ich glaube, ich muss mich jetzt gar nicht beeilen. Ne? Ich dachte gerade, das ist so ein bisschen auf Zeit und muss in Reichweite sein. Aber ist in Ordnung. Ein kleiner Klaps reicht schon. Vielleicht können wir diesen Pfad später einschlagen. Aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Okay, wir kriegen anscheinend eine neue Attacke, wo wir das hier wegmachen können. Dann würde ich, glaube ich, erstmal nur der Hauptquest folgen. Und macht am meisten Sinn. Das macht am meisten, können wir das wegmachen. Oh ja, das können wir wegmachen. Christina, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Sehr, sehr nett von dir. Ja, folgen wir erstmal. Folgen wir erstmal. Sind wir so schneller, als wenn ich normal gehe? Ich glaube ja. Eine Pizzakarton ist halt cool mit dem Gleiten, ne? Dass man sofort kann. Kamerawechsel on point. Na gut. Kannst du von hinten kaputt machen?
Auch nicht. Na jetzt. Schwupps. Das Wasser sieht auch gut aus. Jetzt der Wasserfall nicht unbedingt, aber das Wasser schon. Cool. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Einfach mal ausgedribbelt. Ich darf mal gucken, wie die aussieht. Ja, vielleicht heute. Ich glaube, es ist aus Mrs. Puffs Kutsche gefallen. Hier ist nichts mehr zu sehen. Ach so. Hallöchen. Ja. Genau. Was Patrick macht, außer mich aus dem Wasser ziehen, wenn ich mir wieder reinfalle? Weiß ich nicht. Wanted. The Red-Handed Bandit. I lock away your riches. We can help it. Okay. Neuer. Jawollo. Die Blasentaste. Mhm. Na klar. Das finde ich schon in Kommentare. Ja gut, reicht. Oh. Lieferung kommt. Jetzt noch ein Schiff runter, oder was? Ich habe das Gefühl, als hätte ich auf dieser Ranch schon mehrere Nahtoderfahrungen gehabt. Passiert nichts. Ich glaube, ich hätte da irgendwas mit dem machen können, als die in der Luftblase drin waren. Ah, lol. Okay, okay. Got it. Miss Puffs Riding Ranch. Was macht sie denn auf einer Ranch? Ich liebe Ranch Dressing. Ranch Dressing. In einem Caesar Salad, man kennt's. Ranch Dressing. Lecker. Ihr seid zu Fuß hergekommen? Das ist sehr gefährlich. Ihr könntet ihm nur austrocknen. Schon der Gedanke bläht mich auf. Ich krieg Blähungen, wenn ich Schneckenfutter esse. Hey, was? Mein Name ist SpongeBob und der Ballon hier ist Patrick. Wir suchen unseren Freund Mr. Krabs. Aber er heißt vielleicht nicht Mr. Krabs. Er reist vielleicht mit einem anderen Namen. Oh, wie Jeremy. Oder Petunia. Oder Captain Chloe. Oder Ronaldo. Ronaldo, ja. Eine namenlose Krabbe? Ja? Geht nach Manta Fee. Da verschlägt es jeden hin, dem etwas fehlt. Könnten Sie uns dorthin fahren? Das ist eine Reitschule und kein Taxidienst. Wenn du jedoch meinen Test bestehst, könntest du selbst mit deinem eigenen Reiterschein hinreiten. Mein eigener Reiterschein? Wenn du so weit bist, triff mich beim Seepferdchen. Mal schauen, ob du den ganzen Weg bis Manta Fee oben bleibst. Gut. Erstes Rennen. Ich glaub, also erstes richtige Rennen, ne? Also eben das würde ich jetzt nicht zählen lassen. Oh. Wie sagt man, Köller ist ein Ungerbotz. Richtig süß und klebrig. Endlich spielen wir mit dem entsprechenden Nivea. Nivea. Grüß dich, Simon. Alles gut? Aber wir können Heu kaputt machen. Da funkelt was! Da drüben! Klingt nach einem Abenteuer im Abenteuer. Doppeltes Abenteuer! Achso, ja, das. Okay, ja, mein Fehler, Simon, mein Fehler ist vollkommen richtig. Musik ist nice, ja. Ja, ja. Also, bis jetzt gefällt es mir wirklich gut. Also, wir schauen uns hier eh nochmal um, ne, von daher. Mrs. Puff, ich meine, Frau Lehrerin, ich muss Ihnen gestehen, dass.
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich nicht der beste Prüfling bin, also... Also, können wir diesen Teil überspringen? Na klar. Nein, nicht albern, SpongeBob. Ein bisschen Rodeo hat noch keinem geschadet, der es überlebt hat. Auf die Plätze, fertig und los! Nein! Ah, okay, mit X im Boost. SpongeBob, spring! Okay. Gut gemacht, SpongeBob. Kleiner Klapp, streich schon. 35,7 Punkte. Puh, das war knapp. Immer drauf! Und den kriegen wir auch, Gelee. Und das ist ein Burger. SpongeBob, pass auf! Das ist schrecklich nah dran! Schwing mich nicht, meinen Versicherungsvertreter anzurufen! Nee, muss nicht sein. Also ich kann eigentlich nur nach links und rechts steuern und halt ein bisschen Turbo geben und springen. Sonst können wir nichts machen. Der Weg war quasi vorgegeben, wenn man reitet. Aber easy fürs Tryen, wie immer. Der allererste Profi. Ist er ready. Ich bin bereit. Ich habe Punkte gesammelt. Von 7. Okay. Mir fehlt nur ein Punkt, um zu bestehen. Yippie! Oh, was? Die Prüfung wiederholen. Sie hat so viel Spaß gemacht. Warum habe ich nicht? Ach nein, das ist nicht nötig. Ich wusste ja nicht, dass du Spaß hattest. Spaß ist einen Bonuspunkt wert. Hier ist dein Reiterschein. Sind wir immer an How Met Your Mother? Als Marshall mal Basketballtrainer war und hat dann gefragt. Ja, wie, ihr zählt hier gar nicht die Punkte? Und dann meinte die nur, nein, es steht hier Spaß zu Spaß. Vielen Dank, Partner. Ein Führerschein. Yeha! Das war nicht gut. Hey, immer langsam. Ich glaube, das geht nicht. Mit diesem Führerschein darf ich nur Seepferdchen und ähnliche Tiere reiten. Mit Ausnahme von... Hier steht überhaupt nichts von Bootmobilen. Ach, sobald es Bootmobile gibt, lege ich die Prüfung einfach nochmal ab.